Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mediamarkt Saturn und zwar mit dem Keebel Thunder AMD Ryzen bla 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 bla. Das sind einfach nur die technischen Daten für 1189 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Indie5269 bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Dass das jetzt so fake ist, würde ich gar nicht sagen. Also die RGB-Lüfter, die ihr da seht, sind auf jeden Fall mit dabei, weil die werden beim Gehäuse einfach mitgeliefert. Der CPU-Kühler stimmt auch, bei der Grafikkarte kann man sie jetzt nicht so festlegen. Das Einzige, was hier nicht passt, das Mainboard. Das ist ein Full-ATX-Board und hier ist ein Micro-ATX drin, natürlich bei dem Preispunkt. Wobei, es gibt auch Systemintegratoren, die selbst bei diesem Preispunkt einen Full-ATX reinschmeißen, sehen wir auch gleich noch. Was wir aber auch wieder haben, sind diese wunderbaren Werbetexte. Das hochwertige Innenleben überzeugt. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten zeigen ihre besondere Gaming-Stärke in den Bereichen Full HD, ja, das stimmt, und WQHD, ja, teilweise auch, kommt auf die Games an, im beliebten 144-Hertz-Bereich sowie bereits sehr gute Ergebnisse in Ultra HD. Ja, mit der Grafikkarte schon, wenn man halt Shooter spielt. Also jetzt wirklich, hatte ich letztes Mal schon gesagt, hier Overwatch und sowas oder vielleicht Counter-Strike, das funktioniert tatsächlich. Aber bitte jetzt nicht irgendwelche AAA-Games in 4K spielen. Ich meine, mit viel Trickserei, wenn ihr jetzt wirklich die Grafik runterschraubt und dann noch DLSS und so weiter benutzt, klappt das mit Sicherheit auch irgendwo. Ich würde es aber nicht machen. Maximale, detailreiche Einstellungen für ein starkes Bilderlebnis ist dank üppigen Grafikkartenspeicher perfekt möglich. Ja, 12 GB sind halt mehr als 8. Ne? Diese enorme Schnelligkeit liefert den entscheidenden Vorteil bei schnellen 3D-Games. Ja, schnelle 3D-Games, das wären halt so Sachen wie Overwatch und so. Die bewährte fünfte Generation von AMD Ryzen-Prozessoren erobert das Innenleben aktueller PC-Systeme. Ja, nee, nicht mehr. Wir sind ja schon in der siebten Generation, aber in dem Preisbereich von mir aus. Die fortschrittlichen Prozessoren sind für schnelles Gaming und anspruchsvolle Datenverarbeitung ausgelegt. Die Messlatte für die Computer-Performance wurde ein deutliches Stück nach oben versetzt. Ein zukunftsfähiges System, das längerfristig Freude bereiten wird. Naja, zukunftsfähig, weiß ich nicht. Also ich denke mal schon so in 3-4 Jahren bräuchtet ihr ein neues Board, neuen Prozessor und so weiter, weil es ist halt die fünfte Generation. Und die ist end of life. Also wir sind ja schon in der siebten, habe ich ja eben schon gesagt. Der PC ist dank neuer M.2 SSD-Technik besonders schnell beim Windows-Start und bei sämtlichen Dateizugriffen. Nur mal so als kleiner Reminder. Der M.2-Standard kam 2013 auf den Markt. Das ist einfach über 10 Jahre her. So für den Massenmarkt, dass sich das etabliert hat, würde ich mal so sagen, 2015, 2016, da ging das langsam los. Aber neu ist das nicht. Dieses System ist in allen gängigen Bereichen der PC-Welt von Multimedia, anspruchsvolle Bild- und Videobearbeitung über Internet, Live-Chat, Video-Streaming und viel mehr bis Büro und Schule, Text, Tabellenpräsentationen ein perfekter Begleiter, der sich keine Schwächen erlaubt. Komisch, Gaming steht da nicht drin. Obwohl er halt für Gaming irgendwie schon geeignet ist. Ne? Also, verstehe ich nicht. Sofort startklar, nur noch anschließen und sofort loslegen. Ja, kommen wir gleich zu. Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte namhafter Markenhersteller. Ja, da kommen wir gleich auch zu. Um Ihnen ein Produkt mit hoher Langlebigkeit und Stabilität zu einem bestmöglichen Preis anzubieten. Das werden wir auch noch sehen. Mit 24 Monaten kostenfreien Service sind wir bei Problemen und Fragen für Sie da. Ja, das ist Standard 2 Jahre. Nur mal so anschließen und loslegen, kommt drauf an, wie man es auslegt. Also es ist ja ohne Betriebssystem. Aber schauen wir uns mal die Config an. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700X. Den haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen. 8 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Könnt ihr, wie immer, ganz easy mit 3600 laufen lassen. Hatte ich nämlich letztes Mal erst das Thema in den Kommentaren. Das bezieht sich meistens auf die Stabilität mit 4 Riegeln. Wenn ihr jetzt 4 Riegel drin habt, a 8 GB, also dann dementsprechend 32 Gig, dann funktioniert das mit 3200. Aber AMD steht nicht dafür ein, wenn ihr jetzt 4 Riegel mit 3600 MTS reinbaut. Deswegen würde ich immer bei 2 Riegeln bleiben, wenn ihr einen höheren Takt haben wollt. Ansonsten ist dieser Prozessor ja nicht schlecht. In dem Preisbereich klar, dass man dann auch irgendwo auf AM4 geht. Ihr habt ja auch Verständnis dafür, das habe ich bei den letzten Videos so ein bisschen rausgelesen. Von daher ist das schon okay. Mit dem könnt ihr sogar streamen, wenn ihr wollt. Und der kostet 160 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor Kühler ist ein Arctic Freezer A35. Den hatten wir auch schon häufiger in der Hand, haben den auch mal getestet. Also jetzt hier nicht auf dem Kanal, aber bei uns jetzt privat bei den ganzen Mods und in der Community. Das ist ein guter Kühler, der reicht auch für diesen Prozessor tatsächlich aus. Hat jetzt natürlich keine schicke RGB-Beleuchtung,
Ausrichtung oder so, aber die Performance stimmt halt. Und der kostet 29,90 € direkt bei Kiebel, das ist ja auch ein Kiebel-PC. Der Speicher sind 32 GB DDR4, 3200 MTS, 2x16 GB Dual-Channel, das ist schon mal wichtig. Dann nehmen wir jetzt natürlich, weil wir nicht genau wissen, was es wird, den Aegis. Der wird gerne von Systemintegratoren genommen, weil er wahrscheinlich im Einkauf ziemlich günstig ist. 32 GB in dem Preisbereich, völlig okay, 3200 MTS. Ja, ist die Spezifikation von AMD. Ich hätte 3,6er genommen, kommen wir aber auch gleich noch zu. Und der kostet 66,89 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X. Da wir hier auch nicht genau wissen, was wir bekommen, genauso wie beim RAM, nehmen wir hier die günstigste. Die 4070 ist natürlich recht aktuell, ist auch für Full HD und WQHD gut geeignet. Bei 4K müsst ihr Abstriche machen, je nachdem, was ihr erwartet. Wenn ihr jetzt wirklich AAA-Titel irgendwie mit 30 FPS zocken wollt, irgendwelche Singleplayer-Dinger, ja gut, wenn ihr happy damit seid, macht das, das funktioniert mit der Karte. Erwartet ihr jetzt irgendwie auf eurem WQHD-Monitor oder 4K-Monitor eure 144 Hertz zu knacken, wird das mit der Karte nichts. Wie ich eben schon sagte, man kann ein bisschen tricksen mit DLSS und so weiter, dafür darf man wieder kein Raytracing benutzen, weil das wieder zu viel Leistung frisst, ne? Ihr wisst, was ich meine. Schaut euch dazu einfach den FPS-Test später an, beziehungsweise ich zeige gleich auch noch was, weil in der Alternative eine andere Grafikkarte ist. Und die kostet 539 € bei 0%shop.de, beziehungsweise das gleiche bei Notebooks billiger. Das Mainboard ist ein MSI A520M Pro. Und bis hierhin war eigentlich alles soweit ganz cool. Gut, das mit dem RAM und so, das sind so Kleinigkeiten. Ich habe ja letztes Mal auch so gesagt, ja, mit ein bisschen Bauchschmerzen und so. Aber das Board ist nichts. Wir haben hier immer das gleiche Thema. Es wird wieder so ein Drecks-Büroboard genommen, ohne gekühlte Spannungswandler. Ihr habt zwei RAM-Bänke, okay, reicht für die meisten. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier habt ihr einen Erweiterungsslot und hier könnt ihr die Grafikkarte reinpacken und eventuell wird der hier überdeckt, das weiß ich aber nicht. Bei den Anschlüssen haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, PS2-Anschluss, VGA-Anschluss, wird von euch keiner mehr benutzen, denke ich. Ja, und dann haben wir halt hier noch DisplayPort und HDMI. Das ist halt dafür gedacht, wenn ihr einen Prozessor nehmt, der eine integrierte Grafikeinheit habt, dass ihr darüber ein Bild ziehen könnt im Büro. Ich finde das echt schade. Warum rasseln die immer so bei den Boards da rein? Sind die besonders günstig im Einkauf? Oder ich verstehe es nicht. Das macht die ganze Config meiner Meinung nach wieder kaputt. Und auf dem Bild sieht man ja auch ein Full-ATX-Board. Ne? Also die wissen ja scheinbar, wie man es richtig macht. Nur sie wollen es da nicht richtig machen. Das ist fast so wie bei Lego mit den blauen Pins. Wer hält der Steine guckt, weiß, was ich meine. Und das kostet 60,48 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine Kingston 1TB NV2. Die hatten wir auch schon ein paar Mal. Lesegeschwindigkeit 3500 MB die Sekunde, Schreibgeschwindigkeit 2100 MB die Sekunde. Die gibt es mit TLC-Speicher, mit QLC-Speicher. Man weiß nicht genau, was man bekommt, aber für den normalen Gamer reicht die halt. Und 1TB ist in dem Preisbereich auch völlig okay. Und die kostet 59,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Cooler Master Elite Nex W780+. Ihr seht schon, keine Bronze-Zertifizierung, keine Gold-Zertifizierung. Das hat auch einen Grund, weil hier in der PSU-Tierlist, hier haben wir Cooler Master, Elite Nex 230 Volt, das sind die, ist ja auch egal, kann auch das hier oben sein, sind sowieso alles E-Tier-Netzteile. Wenn ich persönlich mir ein Netzteil kaufe und ich orientiere mich hier an dieser Liste, dann sollte es mindestens C-Tier sein, wenn nicht sogar B oder A. Ich persönlich kaufe nur A-Netzteile, aber ein C-Tier, da hätte ich es auch gesagt, ja komm, okay, aber E ist halt wirklich kacke. Das wäre dann auch dieses hier, das hat 3 Jahre Herstellergarantie, wie gesagt, keine sonderliche Zertifizierung und festes Kabelmanagement. Dem zugute kommt jetzt natürlich, dass es 700 Watt sind. Die werdet ihr niemals ausreizen mit diesem System. Also eine 4070 in Kombination mit einem 5700X wird vielleicht so 300, 350 Watt schlucken. Deswegen, wenn es nicht an der Belastungsgrenze irgendwie betrieben wird, funktioniert das schon. Und das kostet 63 € bei HiQ24. Das Gehäuse ist ein ATX MIDI Forge 120A. Das wäre dann dieses hier von MSI, das MSI MacForge 120A Airflow Glasfenster. Das bringt, wie eben schon gesagt, 320 mm Lüfter in der Front mit RGB beleuchtet, einem Heck und zwei Stück oben, also komplette RGB Rainbow Geschichte. Es hat eine Mesh Front, es hat hier noch Seitenschlitze, es hat eine Glasscheibe, was soll ich da meckern? Ich finde das schon okay. Wie es genau qualitativ ist, ob da irgendwas klappert, das Blech irgendwie nicht stabil ist oder sonst was, kann ich euch nicht sagen, hatte das Gehäuse leider noch nicht hier. Aber ich finde es persönlich optisch tatsächlich schon ansprechend. Kann euch egal sein, wie ich es finde, aber optisch finde ich schon ganz nett. Und das kostet 73,73 € bei Mindfactory. Hier steht halt auch wieder bei Betriebssystem, System erst ein Richtung Installation Treiber. Wie soll das gehen, wenn Windows nicht mit dabei ist, wie es hier im Titel steht? Deswegen haben wir Windows jetzt auch einfach weggelassen in der Liste, ist ja klar. Dann wären wir auch schon bei der Liste. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1052,89 €. Und das System kostet 1189 €. Rein vom Aufpreis her
Gar nicht mal so schlecht, weil Mediamarkt will ja auch noch Geld davon sehen. Also Kiebel ist der Anbieter, bietet das über Mediamarkt Saturn an und die kriegen ja auch einen gewissen Prozentsatz. Und ich hätte eigentlich gar nicht so viel an dem Ding zu meckern. Gut, AM4 kann man drüber streiten bei dem Preispunkt. Die meisten in den Kommentaren haben gesagt, doch, das kann man noch machen. Ja, bitte, dann macht das so. Das Problem für mich ist wie immer irgendwie das Mainboard und das Netzteil. Da hätte man doch eben noch diese 20, 30 Euro mehr in die Hand nehmen können, was qualitativ Vernünftiges verbauen können. Und dann hätte ich bei dem System auch gesagt, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hatte wirklich schon Hoffnung. Ich habe eben die Liste gemacht und dachte mir so, hey, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Und dann kam das Mainboard. Und dann war es für mich schon wieder gelaufen. Ich zeige euch jetzt mal eine Alternative. Ja, es ist wieder Krotos geworden. Bei Dubaro hatte ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Aber Krotos hat so ein System, aber mit einer anderen Grafikkarte wiederum. Das ist sogar noch ein bisschen günstiger als das System bei Mediamarkt Saturn. Das Bild in diesem Fall stimmt komplett. Also es kann gut sein, dass die Grafikkarte sich irgendwie austauscht, weil er dann ein anderes Modell kauft, aber der Rest passt. So, das Gehäuse ist Geschmackssache, müsst ihr selber wissen, hat aber auch eine Meshfront und Airflow und Lüfter, alles mit dabei, das passt schon. Wir haben hier den gleichen Prozessor. Wir haben als Grafikkarte eine AMD RX 7700 XT. Jetzt sagt ihr natürlich, Alter, wie kannst du das mit einer 4070 vergleichen? Ich zeige euch mal einen FPS-Test. Dieses Video werde ich natürlich auch in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr halt auch selber nochmal nachprüfen könnt. Die Games sind übrigens alle in WQHD getestet, ne? Steht auch hier unten drin, der hat hier stehen, RX 7700 XT 12 GB versus RTX 4070 12 GB 1440p ist WQHD. Wenn wir hier Cyberpunk schauen ohne Raytracing, ist sie ein Ticken besser. Mit Raytracing kackt die AMD-Grafikkarte natürlich dann ab, das ist klar. Bei Hogwarts Legacy ist die nur geringfügig langsamer gegenüber der Nvidia-Karte. Bei The Last of Us Part 1 auch geringfügig schlechter. Bei Hitman 3 auch geringfügig schlechter. Bei Starfield wiederum besser. Bei Microsoft Flight Simulator wieder ein bisschen schlechter. Was heißt ein bisschen? Das ist schon ein bisschen mehr. Bei Red Dead Redemption auch ein bisschen schlechter. Bei Forza Horizon auch. Bei Random 2 auch ein bisschen besser, ist wahrscheinlich sogar Messtoleranz. Und bei Witcher 3 auch ein bisschen schlechter. Also ihr seht, es ist teilweise spielerabhängig. Natürlich ist die 4070 in den meisten Titeln besser. Aber ich finde dafür, dass das System hier sowieso günstiger ist, kann man das eigentlich schon so machen als Vergleich. Wenn ihr jetzt natürlich unbedingt sagt, ich will eine 4070, ja, dann schreibt Krotos an. Vielleicht verrechnet er das dann irgendwie, keine Ahnung, oder ihr sucht euch einfach eine andere Alternative. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir auch 32 GB, allerdings 3600er RAM anstatt 3200er. Das Mainboard ist ein Full-ATX-Mainboard, ist auch nichts Besonderes, hat aber gekühlte Spannungswandler, ist eben Full-ATX, ihr habt mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Die SSD ist auch eine 1 TB SSD, die allerdings deutlich schneller ist. Die bewegt sich so bei 5000 MB die Sekunde lesen und die Kingston 3500. Der CPU-Kühler ist der Endofire Fortis 5 ARGB, also der ist auch noch ARGB beleuchtet, habt ihr ein bisschen mehr Beleuchtung im Gehäuse. Das Netzteil ist ein 750 Watt Gold-Netzteil, das hat eine richtige Gold-Zertifizierung, ich habe es aber leider in der PSU-Tierlist noch nicht gefunden. Und hier ist Windows 10 definitiv als Testversion vorinstalliert ohne Key, könnt ihr auch auf Windows 11 kostenfrei upgraden und den Key könnt ihr einfach bei meinem Partner kaufen oder sonst wo. Schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da laden wir beim Gesamtpreis von 1106,34 € und das Ding kostet 1110 €, also ungefähr gleich Geißhalsliste. Und der kommt dann auch zusammengebaut zu euch nach Hause, läuft halt dann nicht über Mediamarkt, Saturn, Kiebel, sonst was, sondern direkt über Krotos. Und wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, wenn ihr dem jetzt eine Mail schreibt und sagt, ich will das System haben, aber mit einer 4070, was würde das mehr kosten? Der würde euch definitiv ein Angebot machen, warum nicht? Aber hier muss ich leider wieder sagen, ich würde die Finger davon lassen, was hauptsächlich jetzt daran liegt, dass das Mainboard und das Netzteil kacke ist. Und ich glaube nicht, wenn ihr Mediamarkt oder so anschreibt, dass die das euch dann einfach so tauschen. Das machen die nämlich nicht. Mediamarkt Saturn ist ja auch wiederum nur der Marktplatz. Es kann sein, wenn ihr Kiebel dann anschreibt über die Website, dass es dann da irgendwie umkonfiguriert bekommt oder ihr könnt selber im Konfigurator dann schauen. Aber hier geht das definitiv nicht. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, ich verlinke alle Geizhalslisten und auch diese ganzen Angebote bei mir in der Videobeschreibung. Könnt ihr selber nochmal nachkontrollieren, tagesaktuell, weil die Videos brauchen immer so 3 Tage, bis die dann online gehen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.